Plastikflaschen gibt es gerade, die Klbe. Hallo ihr Lieben, ich wage mich heute mal an ein Klamotten-Upcycling-Projekt und ich versuche aus alten Sachen von meiner Oma ein festliches Outfit für mich zusammenzustellen. Zu diesem Video heute haben mich zwei Sachen bewegt. Zum einen wird dieses Jahr Weihnachten das allererste Weihnachten sein, was ich ohne meine geliebte Omi feiern werde. Viele von euch haben es ja mitbekommen, meine Oma ist im März leider verstorben. Das war die Oma, die mir das Nähen beigebracht hat. Eine wahnsinnig trendbewusste Frau. Sie hat Mode geliebt und es gibt eben noch ganz, ganz viel Kleidung von ihr. Und ich werde auf jeden Fall mir noch einiges für den Sommer umnähen, weil sie hat wunderschöne Kleider. Jetzt möchte ich aber mir etwas Festlicheres nähen, was für Weihnachten, so dass sie dann quasi Weihnachten dann irgendwie doch mit dabei ist. Außerdem war ich ja im September bei Everdrop vor Ort und habe euch ein Video fertig gemacht zum Thema nachhaltiger Leben. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, wie nachhaltig ist eigentlich Nähen? Und dabei ist mir auch so ein bisschen klar geworden, wie wenig Upcycling ich aus Kleidung eigentlich noch mache. Und das möchte ich ändern. Schaut euch auf jeden Fall das Everdrop-Video an. Das Feedback von euch ist so, so lieb und auch die Leute von Everdrop, die ich mit vor der Kamera hatte, sind so sympathisch. Das war sehr, sehr nett. Auch das Video heute passiert wieder in Kooperation mit Everdrop, weil mich Everdrop eben immer bei Nachhaltigkeitsprojekten, Upcyclings und eben auch solchen Projekten, die so ein bisschen außerhalb der Reihe sind, sehr, sehr gern unterstützt. Ihr wisst, ich liebe die Everdrop-Produkte. Ich nutze alle Waschmittel von Everdrop, die Badreiniger, Küchenreiniger, auch die Spülmaschinen-Tabs und. Falls ihr Everdrop noch nicht kennt, das sind nachhaltigere Alltagsprodukte wie eben Putzmittel, aber auch Körperpflege und vieles mehr. Aktuell und zwar den ganzen November über sind bei Everdrop Clean Weeks. Das sind die fettesten Rabatte des Jahres. Es wird nämlich gefeiert, dass mithilfe von euch mittlerweile über 10 Millionen Plastikflaschen eingespart worden. Everdrop verzichtet ja komplett auf Einwegplastik und unnötige Chemie und spart damit eben bis zu 95% Emissionen der Produkte ein. So kommen viele Produkte eben in Tab- oder Pulverform und ihr mischt sie dann zu Hause an und nutzt hier wiederverwendbare Flaschen. So spart ihr dann eben nicht nur Plastikflaschen, sondern eben auch ganz viel Platz in der Vorratskammer ein. Und die Produkte sehen halt eben auch mega schön aus. Und sie sind vegan und überhaupt. Zur Feier der Clean Weeks und eben dieser 10 Millionen eingesparten Plastikflaschen gibt es gerade die krassesten Rabatte des Jahres. Ab einem Einkaufswert von 49 Euro gibt es 20% auf alles. Und mit meinem Code bekommt ihr sogar 25% auf alles bis zum 30. November, egal ob auf Einzelprodukte, Refills, Abos, Sets, auf alles. Unabhängig davon gilt natürlich auch mein allgemeiner Code, mit dem bekommt ihr 10%, falls ihr unter den 49 Euro seid oder das Video eben später schaut. So, und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem Upcycling-Projekt. Wir gehen rüber ins Schlafzimmer und ich schaue mal durch die Klamotten, was ich so da habe. So, ich habe jetzt erstmal nochmal den Spiegel geputzt, damit ich euch die Auswahl der Klamotten zeigen kann, was ich so da habe und mich auch gut sehen kann. Hier, das ist so ein krasser Rock. Ich finde den so unfassbar schön. Wie so eine Muschel sieht die aus, wie Perlmutt. 100% Seide. Ja, das ist meine Oma. Ganz typisch. Als festlicher Rock machbar. Aber ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht. Hier ist ein Rock, ein Kleid. Und schaut mal, das hat sie hier schon ganz fein säuberlich abgenommen und schon in Falten gelegt und wollte sich wahrscheinlich einen Rock draus nähen aus dem Kleid. Ist auch sehr festlich. Der Stoff ist sehr schön. Ich weiß, dass sie den Stoff sehr geliebt hat. Aber unten sind so viele Blumen. Das ist mir zu sommerlich. Den finde ich sehr spannend. Das ist so ein blauer Crash-Flatter-Rock. Der ist auf jeden Fall festlich und nicht zu sehr irgendwas. Den könnte man nehmen. Erinnert ihr euch noch an den Rock, der leuchten kann? Das wäre auch eine coole Variante, wenn man hier im unteren Bereich, also entweder noch einen Unterrock einbringt, aber von unten noch eine Lichterkette mit einarbeitet, die man auf Knopfdruck anmachen kann. Gerade für Weihnachtsfeiern und so ist sowas richtig cool, einen leuchtenden Rock zu haben. Das behalte ich mir mal als Idee vor, aber ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Ich hatte mir ein Oberteil genommen. Ich glaube, das probiere ich mal an. Und wenn ich Glück habe, muss ich daran gar nichts ändern. Das ist ganz schön festlich vorne glitzern. Baumwolle, Modal und Seide. Auch wieder mit hohem Seideanteil. Ich habe sonst keine
Seidesachen, Leute. Aber jetzt habe ich Seide. Das passt natürlich auch gut. Moment. Hätten wir direkt ein Ballkleid aus purer Seide. So, ich habe das Shirt jetzt mal angezogen. Ich sehe jetzt selber noch überhaupt nicht festlich aus. Das müsste, glaube ich, mal gebügelt werden. Und mit der Jogginghose sehen wir jetzt drüber hinweg. Aber ich glaube, an sich passt das ganz gut. Das ist hier genau Maximum, was es haben darf. Aber es ist eine gute Grundlage. Da muss ich quasi nichts dran verändern. Das ist ja schon mal sehr gut. Da muss ich nichts machen. Vielleicht ziehe ich auch einfach nur Sachen von meiner Oma an und muss gar nichts nähen. So, jetzt wäre die Variante hier so ein Rock. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ich weiß nicht. Das wäre, glaube ich, schon too much. So, worum es mir aber heute geht, hier ist, ich habe verschiedene Jacketts von meiner Oma. Und die werde ich irgendwie kombinieren. Daraus will ich was machen zum Drüberziehen. Ich habe diese Weste, die passt auf jeden Fall. Ich bin aber überhaupt kein Westentyp. Ich dachte aber so für Weihnachten und dann aber noch lange Ärmel dran, wäre das nicht schlecht. Das hat doch schon mal gleich was bisschen schicker, ein bisschen eleganter. Ich will hier aber Bling Bling dran haben. Also ich will hier auf jeden Fall Bling Bling. Ich habe da schon eine gute Idee. Und ich habe noch dieses, ich weiß nicht, nimmt man das Jackett? Und das ist so, das hat so Blümchen drauf. Es hat hier vor allem so eine ganz krassen Glitzerknöpfe. Die sind perfekt, nur an der falschen Stelle. Die werde ich abmachen und die werde ich auf den Kragen setzen von der Weste. Und die, ich glaube, ich mache hier die Ärmel ab und mache die an die Weste dran, weil ich dieses Blau ganz schön finde. Kann ich mir das ganz gut dann an der Weste vorstellen als Kombination. Ich glaube, das werde ich probieren. Und ich weiß noch nicht so genau, ob ich bei der Weste den Rücken so lasse, weil der ist natürlich hier auch aus so einem Futterstoff gearbeitet, damit er schön glatt ist. Ob ich da quasi nochmal den Rücken von dem hier mit einarbeite, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber auf jeden Fall wird es das als Kombi geben. Moment, ich kann es euch quasi zeigen. Genau, quasi so. Und dann hier mit Bling Bling. So ist die Idee, dass es so ein Padaboom-Outfit wird. Und dann aber wahrscheinlich eher mit Hose als mit Rock. Das probiere ich später. Aber erstmal kümmere ich mich jetzt hier um die Kombination von diesen beiden Oberteilen. Ich bin am Nähplatz mit meinen zwei Jackenteilen. Und ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an. Also natürlich, ach Quatsch. Guck mal, die Knöpfe, das sehe ich jetzt erst, die sind genietet. Die sind gar nicht angenäht, die kann ich gar nicht nutzen. Das ist ja heftig. Na gut, ich muss dann nochmal gucken. Ich muss eh nochmal gucken, ob ich noch bunte Knöpfe habe oder beziehungsweise glitzernde Knöpfe. Aber ich glaube, jetzt trenne ich hier als erstes erstmal die Ärmel raus. So, meine beste Freundin, die Nahtauftrennerin. Haben wir noch eine bessere? Ich habe so viele Nahtauftrenner und eigentlich einen festen Platz, wo die hin müssen. Aber die sind nie da. Die sind sehr busy. Wir haben einen Nahtauftrenner und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Das Gute ist, dass die Jacke hier kein Futter hat. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich es bei der Weste mache, weil die hat ein Futter. Genau, ich weiß nicht, ob ich das einfach übers Futter drüber nähe, also stumpf zusammennähe, oder ob ich das Futter wirklich aufmache und schick nähe. Meine Oma hätte es auf jeden Fall aufgemacht. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich dafür zu faul bin. Gucken wir mal. Die Ärmel habe ich erfolgreich rausgetrennt und ich habe jetzt auch noch einmal den Rückenteil von der langen Jacke rausgeschnitten und ihn auf die Weste gelegt und der passt perfekt drauf. Tada! Schaut euch das an. Das ist jetzt nur festgesteckt. Ich habe das mit ganz vielen Nadeln festgesteckt und ich habe die Nahtzugabe unten dran gelassen und werde einfach mit einem offenen Rand das Ganze rannähen. Ich finde das ganz cool, wenn es so ein bisschen rougher ist. Und ich habe auch schon den ersten Ärmel gesteckt. Der passt also auch perfekt von der Passform an die Jacke dran. Ich finde, das sieht jetzt schon ziemlich cool aus. Und jetzt stecke ich noch den zweiten dran und dann nähe ich das einfach fest. Einmal ringsherum um die Ärmel und dann auch noch die Jacke. Und dann muss ich auch hier mit dem Futter nichts beachten. Und dann kann ich, glaube ich, auch schon loslegen, das Ganze verzieren. Ich freue mich.
Also ich habe es jetzt mal übergeworfen, ich habe jetzt hier nur so ein Hemdchen drunter, aber das ist doch cool, oder? Guck mal, mit hinten schön. Ich finde es total cool. So, und jetzt fehlt noch der Bling-Bling. Und zwar soll hier alles voll werden mit Glitzer und weißen Knöpfen. So, ich plündere jetzt mal Omas alte Knopfdosen. Davon habe ich nämlich auch noch einige. Und guck mal, was ich an silbernen, weißen Bling-Bling-Knöpfen hier finde. Ich habe mir mal Omas Knopfdosen gekrallt und werde da jetzt mal nach Schätzen suchen. Ich habe die ja schon mal aufgemacht und haben mir ganz viele von euch geschrieben, dass sie genau solche Knopfdosen haben, aber genau die gleichen. Und das sind irgendwelche Kaffeedosen, glaube ich. Ich habe mal eine ganz alte Gütermann-Tüte. Nähtipps von Gütermann. Nicht den Faden anlecken. Hier ist so Goldkram drin. Das ist ganz cool, aber es ist zu gold. Wir wollen hier, sowas wollen wir. Perlmutt und Silber. Hier sind große Knöpfe drin, glaube ich. Sieht komplett aus. Also, alles was silber und weiß ist, hätte ich gern. Na dann sammeln wir mal los. So, Ausbeute, erster Karton ist nicht so groß, aber wir haben schon einiges Gutes dabei. Ich weiß, da kommt aber noch ganz viel. Ich werde sehr lange Knöpfe annehmen. Bin ich sehr gespannt. Oh je, da ist viel dabei. So, ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal aus an dieser Stelle und lasse euch dann im Folgenden wissen, was rausgekommen ist. So, ein Tag später. Ich bin gestern Abend noch fertig geworden, aber ich habe nichts mehr in Person gefilmt, weil ich irgendwann im Schlafanzug saß und die Knöpfe angenäht habe. Es sind, ich finde, das sieht so cool aus. Es sind nur 100 Knöpfe, ein bisschen weniger, glaube ich sogar. Ich finde es sehr, sehr, sehr cool. Ich habe das hinten im Nacken weggelassen, weil ich dachte, an den Knöpfen verhaken sich die Haare sicherlich. Das wird vorne schon lustig. Aber hinten wollte ich es dann weglassen. Ich finde, das sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Eine Sache habe ich noch vor. Hier, das ist der Rest Jacke. Ich bin noch sehr traurig mit den Knöpfen, dass ich die nicht abbekommen habe, weil die eben gestanzt oder genietet sind. Aber ich habe mir hier die Taschen rausgeschnitten. Sieht man das da? Hier, das habe ich mir rausgeschnitten. Ob ich das quasi hier unten an den Ärmeln dran packe, dass das quasi wie so ein, wie heißt das, Riegel ist? Hier nochmal, also ein Fake-Riegel. Und ich glaube, das mache ich. Ich nähe jetzt links und rechts an die Ärmel das nochmal an. Und dann zeige ich euch das Outfit. So, ihr Lieben, ich bin fertig mit meiner Jacke, Jackett. Ich weiß gar nicht so genau, was es geworden ist. Ich bin auf jeden Fall mega happy. Es hat total Spaß gemacht und es ging viel schneller und einfacher als gedacht. Dann habe ich den großen Vorteil, dass ich die gleiche Größe quasi habe wie meine Oma, was Oma-Bekleidung angeht. Und deswegen ging das Ganze ganz gut. Auch hier hatte ich mega Glück, dass die Ärmel hier genau reingepasst haben und auch das Rückenteil. Deswegen war das wirklich einfach. Und ich finde das mit den Knöpfen wirklich richtig cool. Das macht echt was her. Gerade von Weitem sieht das so ein bisschen aus wie so Paillettenschimmer. Und wenn man näher rangeht, ist es dann, oh, doch Knöpfe. Also ich habe hier nur Perlmutt, Weiß- und Silberknöpfe genommen, um so ein Thema drin zu haben. Und ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, gerade für festlichere Anlässe und Weihnachten und Co. Ich habe jetzt hier keine Accessoires mehr eingebastelt wie Borden und Co., weil wenn, dann hätten die dann auch Silber oder Weiß gemusst. Die waren aber alle so rosa, Off-White und das passte dann nicht ganz so gut dazu. Aber die werden sicherlich auch noch Verwendung finden. Und auch die Röcke habe ich jetzt nicht mit kombiniert, weil mir das zu pompös war. Und ich dachte einfach so mit der klassischen Jeans, schwarze Schuhe, finde ich das eigentlich ganz cool. Und so ist es dann auch wirklich mein Style und ich habe ein Mein-Ding draus gemacht.
Und das ist bei Upcycling auch immer wichtig, dass ihr quasi was draus macht, was euch gefällt. Das darf durchaus was Besonderes sein, das kann auch was Alltagstaugliches sein. Aber ich habe jetzt hier wirklich mein Ding draus gemacht, was ich so halt nicht im Laden finden würde. Ein riesengroßes Dankeschön nochmal an dieser Stelle an Everdrop für die Unterstützung in diesem Video. Denkt an meine beiden Rabattcodes. Das sind die krassesten Rabatte des Jahres. Und das Ganze lohnt sich natürlich auch super als Geschenkidee. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Everdrop Starter-Sets und Co. zum Beispiel zu Weihnachten oder zum Geburtstag verschenken wollt, ist das auch eine richtig coole Idee für jemanden, der vielleicht denkt, ja, ich könnte, aber sich nicht traut oder irgendwie sowas. Dann schlagt da jetzt zu, weil jetzt lohnt es sich. Gilt auf alle Einzelprodukte, auf Refills, auf Sets und auf die Abos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es mal keine klassische Anleitung war, sondern ich euch einfach so ein bisschen mitgenommen habe bei meiner Ideenfindung. Aber sowas gefällt euch ja meistens auch ganz gut. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr schon geupcycelt habt aus alten Klamotten. Ich werde auf jeden Fall noch eine Sommer-Edition machen, denn meine Oma hat noch ganz, ganz viele coole Kleider, die ich aber dann teilweise wirklich umarbeiten muss und wo ich mir dann auf jeden Fall was für den Sommer draus machen möchte. Wir sehen uns nächsten Dienstag hier wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin, eure Nastja. Tschüss!